Ein wunderschön Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 4. Wir befinden uns immer noch hier in dem Gebäude, wo Anna-Maria wohnt. Und der Typ hat uns in der letzten Folge hier eine DVD verpasst. Also zumindest den Umschlag, das Päckchen übergeben. Wir haben uns das, glaube ich, auch angeguckt. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wie es jetzt gerade hier steht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Schauen wir mal. Und zwar, wir reden einfach mal mit ihm. Ich weiß, dass gerade nicht, wie der Stand ist. Hi, Mark. Okay, wir haben gar keinen Stand. Danke, Mark. Jederzeit. Warte mal. Ach, wir hatten ja hier, warte mal. Ein Werbefoto von Lucy Chu. War da nicht irgendwas hier? Wir konnten das nicht bemalen, ne? Der Stift mit dem Bild einer schwarzen Katze. Das ging nicht, ne? Oder macht er das bloß nicht vor seinen Augen? Ja, vielleicht macht er das bloß nicht vor den Augen. Oh. Ich habe das Foto auf der Rückseite unterschrieben. Die Nachricht sollte mehrdeutig genug sein. Wieso, was steht denn da jetzt drauf? Das müssen wir jetzt lesen. Was steht denn da drauf? Wo ist es denn? Ach, da. Ein Werbefoto von Lucy Chu mit einem Autogramm auf der Rückseite. Okay, da steht nichts drauf, scheinbar. Hallo mal wieder. Hi, Mark. So, mein Freund, Hallo mal wieder. Hi, Mark. Ja, das, Danke, Mark. Jederzeit. Also muss was direkt geben. Warte mal, der steht jetzt da. Ach, das war das hier. So, bitteschön. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass dieses Foto von Lucy Chu handsigniert ist? Was? Nein, das wäre ja sensationell, denn sie gibt normalerweise keine Autogramme. Tja. Was steht denn drauf? Für meinen größten Fan, möge der Himmel dir deine Hilfe vergelten. Deine Lucy. Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss? Kuss, Kuss, Kuss. Oh, ich platze vor Neid. Sowas wäre der Stolz meiner ganzen Sammlung. Tja. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Ich habe nicht viel. Ein paar rosa Gummihandschuhe. Nett, aber nicht ganz mein Ding, wenn du verstehst. Wie wäre es mit einem Handtuch mit dem Motiv des Turiner Leichentuchs? Ach, Mark, das wirkt alles so wie übrig gebliebene Weihnachtsgeschenke. Wie wäre es dann mit meinem sprechenden Bischof? Passt auf die meisten Lenkräder. Bei einem Unfall verpasst er dir automatisch die letzte Ölung. Nein. Danke, ich passe. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich findest. Okay, okay. Wie, das war's jetzt? Hallo mal wieder. Hi, Mark. Danke, Mark. Da ist ein Stift. Jederzeit. Da ist ein Stift, guck mal. Da ist ein Bild von einer Katze drauf. Ah. Ich habe diesen Stift neulich gefunden. Sagt dir das Emblem was? Der Stift stammt aus dem Massagesalon zur schwarzen Katze in der Altstadt. Es ist ein Club für den Klerus des Vatikans. Ach so. Ein Club für Kleriker? Ja, genau. Selbst Priester müssen ja mal entspannen, oder? Ach so, ach so, ach so. Oh, ich verstehe. Diese Art von Entspannungsclub. Bist du auch Mitglied? Jeder, der hier was auf sich hält, ist Mitglied der schwarzen Katze. Aber warum sollte dann Anna-Maria einen ihrer Stifte haben? Woher soll ich das wissen? Tja, eine gute Frage, aber mal im Ernst hier, komm. Tauschen wir, geht das? Tauschen? Dir gefällt also mein Autogramm von Lucy Chu, was? Oh, George, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Das ist nicht nett von dir. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Na klar. Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Willst du wirklich nichts von meinen Souvenirs? Nein, Mark, wirklich nicht. Tja. Will er nichts? Aber warte mal, er hat uns doch gerade hier eine Information verpasst, oder? Kann es sein, dass wir jetzt hier so einen neuen Ort haben?
Zumindest war der Stift noch eine längere Zeit eingeblendet. Nicht, dass das jetzt irgendwie ein Hinweis war. Oh, die sind alle weg. Die sind alle weg. So, dann gucken wir mal. Wo soll ich jetzt hin? Anna Maria, der Vatikan? Nee. Mich überkommt das Gefühl, dass es hier noch was zu tun gibt. Ja. Mich auch, mich auch. So. Wir gucken mal. Irgendwie... Werden wir mal kurz mit, Ding jetzt hier reden, ne? Mit Nico. So, rein mit dir. Ach so, oder... Nee, Moment. Verbinden? Nee, Handbuch? Nee, brauchen wir nicht. Wo ist denn... Wo... Ist sie gegangen? Oder... Ein oder Bild einer ernsten, unbekannten Nonne. Sie anzusehen beruhigt mich ungemein. Okay, Wo ist denn Nico? Oder ist Nico gegangen worden? Hab ich irgendwas verpasst? Ach komm, durch hier. Der Stift aus der schwarzen Katze. Ja, ich brauche eine Adresse. Hallo mal wieder. Hi Mark. So, ich gebe dir nochmal den Stift. Das klappt doch nicht. Okay, ich gebe dir nicht den Stift, das dir nochmal. Dir gefällt also mein Autogramm von Lucy Chu, was? Nee, das auch nicht. Ach, George, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Das ist nicht nett von dir. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Willst du wirklich nichts von meinen Souvenirs? Nein, Mark, wirklich nicht. Hallo mal wieder. Hi, Mark. Ah, okay. Du gehst also gerne mal in die schwarze Katze. Nach einer anstrengenden Chorstunde gibt es nichts Besseres, als sich bequem hinzulegen, eingeölt und massiert zu werden. Ja, ist klar. Glaube ich. Wer geht sonst noch dahin? Also ehrlich, ich petze doch nicht. Und wie finde ich dahin? Der Club ist in der Altstadt. Die Chiasso delle Singare runter. Nicht zu verfehlen. Okay. Kommen in die schwarze Katze nur Geistliche rein? Nein, nein. Aber bei den ganzen Besuchern in der Stadt sind sie im Moment sehr streng bei der Aufnahme neuer Mitglieder. Man will keine Menschenmenge, wenn man mit Öl rummacht, was? Genau. Und wo sollte der Klerus auch hin? Tja, gute Frage. Gut, danke, jetzt... Mark. Das bimmelt hier immer überall. Das heißt, haben wir jetzt die Möglichkeit zu reisen? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, ob man jetzt reden muss oder das mit einem Gegenstand reicht oder so. Ein Glück haben wir diesen Filzer da gefunden. Wäre ja schlimm gewesen, ohne den Filzer hätten wir ja wahrscheinlich den Hinweis gar nicht bekommen. Wo soll ich jetzt hin? Aha, die schwarze Katze. Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur schwarzen Katze. Chiasso delle Singare. Da sind wir doch richtig. Ja. Was haben wir hier? Hier ist ein Durchgang. Pronto? Verzeihen Sie, wissen Sie etwas über die schwarze Katze? Ja. Dieser Mistkater pinkelt immer auf meine Weste. Wenn Sie ihn sehen, drehen Sie ihm den Hals rum, ja? Ja, rum, ja. So, wo geht's hier lang? Nein. Ich habe so ein Gefühl, als hätte ich da noch was zu erledigen. Ja, das Gefühl trügt dich nicht, George. Aber da komme ich nicht durch. Gut. Hier haben wir noch was. Hier ist jedenfalls ein Typ. Ach, guck mal, hier sehe ich es doch, die schwarze Katze. Nur für Mitglieder, capisch? Okay.
Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Mitgliedschaft ist abgelaufen, klar? Oh, wie schade. Ich habe gehört, die Massagen hier wären was ganz Besonderes. Da hat man dir was Falsches erzählt. Das ist ein ruhiges, heißes Dampfbad für ruhige, fromme Leute. Ich verstehe. Autsch, aua, Notfall. Mein steifer Nacken macht mich wahnsinnig. Lass mich schnell rein. Kein Mitgliedsausweis, kein Einlass. Aber mein steifes Genick. Kann ich mal eben brechen, wenn du... Ich meine, tut mir leid, da frag lieber deinen Arzt oder Apotheker. Okay, ich ahne schon was, wartet mal. Zutritt nur für Mitglieder. Ja, ist ja richtig. Pass auf, und zwar... Ich weiß gar nicht, ob es hier hinten weitergeht. Nein, geht's nicht. Was ist das hier? Nix. Ist einfach nur Optik. Okay. Und zwar gehen wir mal schnell wieder zurück. Vielleicht können wir ja das, das tolle, tolle Autogramm von Lucy Liu verkaufen, verscherbeln, eintauschen gegen einen Mitgliedsausweis. Das wär's doch. okay. Ja, das kann man auch machen. So, durch mit uns. Durch. So. Ich hoffe, der ist noch da. Na, er ist doch da. Gut. Hallo mal wieder. Ja, hi. Hi, Mark. Hallo mal wieder. Hi, Mark. Mark, ich muss in die schwarze Katze. Verstehe. Wir müssen wohl etwas Stress abbauen, wie? Ja. Es ist eher eine Untersuchung des internen Ermittlungsdienstes. Klar, sicher doch. Ich brauche deine Karte, um da reinzukommen. Aber das geht nicht. Ich habe geschworen, die Karte nie zu verleihen. Wer den Schwur bricht, bekommt lebenslanges Hausverbot. Aber wir reden hier von der Sicherheit der gesamten Kirche. Du hörst gut reden. Du bist ja noch nie in der schwarzen Katze massiert worden. Mark, was muss ich tun, um deine Mitgliedskarte zu bekommen? Tut mir leid, George, aber das geht nicht. Es wäre ein Vertrauensbruch. Komm, hier, los. Danke, Mark. Jederzeit. Wenn ich es so nicht kann, dann so. Komm. Dir gefällt also mein Autogramm von Lucy Chu, was? Oh, George, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Das ist nicht nett von dir. Oh, George. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Ja. Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Gut, wie wäre es, und ich fasse es nicht, dass ich dir sowas anbiete, wenn ich dir meine Mitgliedskarte für die schwarze Katze gebe? Ach, ich weiß nicht, Mark. Du könntest dadurch doch Ärger bekommen. Ja. Ärger? Ha, Ärger ist mein Spitzname. Ja. Na gut, aber nur, weil du ein so großer Fan von Lucy Chu bist. Oh, George, du weißt gar nicht, wie glücklich du mich machst. Ich kann's mir vorstellen. Hier, bitte, George. Und nochmals danke. Gut, jetzt haben wir diesen tollen Ausweis. Eine Mitgliedskarte, die mir die zweifelhaften Freuden des Massagesalons zur schwarzen Katze eröffnet. Ja, ja. So, das heißt, wir gehen jetzt schnell schnurstracks zur schwarzen Katze zurück. Und jetzt wird uns der Türsteher nämlich nicht da vorne abweisen, ne? Weil wir haben ja jetzt ein legitimes, ausweisendes Dokument, dass wir hier reingehen können. Wo soll ich jetzt hin? Na, wo denn? So. Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur schwarzen Katze. So. Und lauf geht's. Das ist nur die linke Shift-Taste zum Rennen da, ja? Das ist schon interessant. So. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Ach so, ich zeig dir das schon. Komm hier, da, bitteschön. In Ordnung, du kannst rein. Wow. Okay. Komm runter hier. So, durch die Tür. Durch die Lampe durch.
Willkommen in der schwarzen Katze, Senior. Okay. Was ist das hier für ein Etablissement? Lichtschalter. Oh, wir reden erstmal mit dem da. Na, Sie haben es aber eilig. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Ach so. Aha, okay, das ist hier der einzige. Hier können wir durch. Was ist das hier? Plastikblumen. Vielleicht sollte ich es damit auch mal im Kautionsbüro versuchen. Der Laden könnte etwas Pep vertragen. So, hier drüben ist eine Dusche. Okay, ich würde mal sagen, wir ziehen uns hier einfach um, wa? Was haben wir denn jetzt hier noch? Das ist ein hübsches Gemälde. Oh. Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Das ist ein Werk von Kulai Lai. Erstaunlich. Oh, hier ist auch noch was. Nette Blümchen. Es geht doch nichts über unvergängliche Plastikschönheit. Oh. So, viel hübscher. Aha, was ist das hier? Sieht aus wie ein Heißwasserhahn. Wenn ich den Hahn ein wenig drehe... Ah, endlich heißes Wasser. Bellissimo. Das müsste reichen. Ich will den Kerl ja nicht weich kochen. Aha. Oh, jetzt. Ach, jetzt ist hier auch irgendwie. Hä? Ein leeres Spind. Hä? Ich geh mal hier hinten gucken. Oh, ist das diesig hier? Oh. La la la. La Zeit la, zum Umziehen. La, la, ah. Ah, viel besser. Ich lasse meinen ganzen Kram erstmal in einem der Spinde. Na, George, zeig dich uns mal. Was bist du denn für ein starker Held? Ja, okay. Ja, naja. Geht so für den Garten, ne? So, ich darf gebe ich... einen aus, Senior. Danke, wirklich sehr freundlich. Warum? Oh, bitte. Warum diese... Das ist doch... ein gewisser Club vielleicht? Das kenne ich. Frisch vom Flieger, da braucht man etwas Entspannung. Kann ich Ihnen helfen? Ja, erzähl mal. Haben Sie einen Termin bei einer unserer Spezialistinnen? Nein, ich bin wegen der Sauna hier. Es sieht der Landmann eine einsame Furche. Wie romantisch. Ja? Wer ist denn sonst noch so alles Mitglied hier? Senior, das kann ich Ihnen doch unmöglich verraten. Warum nicht? Ah, versuch's mal. Ich kann ein Geheimnis für mich behalten. Ich auch. Mafia-Bande? Geht doch nichts über einen netten Familienbetrieb, was? Familie? Was wollen Sie damit andeuten? Ach, du weißt schon. Cosa Nostra, Paten, Pferdeköpfe im Bett, Betonsandalen zum Einwegtauchen, Sizilien, Neapel, Angebote, die man nicht ablehnen kann. Oh, ich verstehe, was Sie vorhaben. Sie sind mir aber ein Schlingel. Wollen mich wohl in Schwierigkeiten bringen, was? Nein. Wir nehmen derzeit keine neuen Mitglieder auf. Aber wenn Sie einen Freund empfehlen möchten, kann ich seinen Namen auf die Warteliste setzen. Und das bringt mir, ihm dann eine Mitgliedschaft? Ja, aber natürlich überprüfen wir ihn vorher noch. Wie ist sein Name? Er heißt, hören Sie, ich melde mich dann nochmal, okay? Ich verstehe. Freundschaft ist so ein zartes Pflänzchen, nicht wahr? Ja. Ja, ist ein sehr zartes Pflänzchen. Okay. Nun gut. Ich glaube, bevor wir jetzt hier durch die Tür gehen, weil wir es jetzt können, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.
euer Firefox.